Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Pet Simulator X. In dem Video will ich mit euch über den Voice Chat sprechen, weil viele Leute haben bei mir kommentiert und noch sehr viel mehr haben bei TikTok bei mir kommentiert. Wie kriegt man den Voice Chat in Pet Simulator X freigeschaltet? Wie macht man das? Und Leute, das ist gar nicht mal so einfach, wie manche von euch das vielleicht denken. Manche denken, ihr müsstet einfach nur irgendwas klicken oder irgendwas installieren, was einstellen oder so, dann habt ihr Voice Chat, aber so ist das nicht. Voice Chat ist momentan ein Beta-Feature. Das bedeutet, ihr könnt Voice Chat nur verwenden, wenn ihr von Roblox dazu eingeladen wurdet. Dafür wechseln wir einmal kurz zu der anderen Cam, dass wir meinen Bildschirm sehen können und gehen einmal ins Developer-Forum von Roblox. Hier sehen wir einen Beitrag von Morgan T, das ist ein Roblox-Mitarbeiter, über die Spatial Voice Developer Beta. A few weeks ago, we launched the Roblox Community Space and invited a select number of eligible developers to preview the upcoming Spatial Voice Feature. Heißt, vor einigen Wochen haben wir Roblox Community Space halt gelauncht, das ist halt dieses Spiel hier, und eine ausgewählte Anzahl an Spielentwicklern selektiert, um sich das kommende räumliches Voice Chat Feature anzuschauen. Hier in dem Post geht es darum, dass sie jetzt die Option hinzugefügt haben, dass man auch in anderen Spielen als in Roblox Community Space Voice Chat aktivieren kann. Das hat ja Roblox Pet Simulator gemacht. Hier sehen wir es, Sprache aktiviert, ja. Das ist jetzt der Punkt, wenn Voice Chat aktiviert wurde. Das kann jeder machen in seinem Spiel. Aber nur weil Voice Chat aktiviert ist, heißt das nicht, dass jeder Voice Chat nutzen kann. Weil um Voice Chat nutzen zu können, müsst ihr jemand aus dieser ausgewählten Zahl an Roblox Developern sein. Also Roblox muss euch ausgesucht haben, um euch dieses Feature zu geben. Das wurde natürlich automatisiert gemacht. Das ist nicht Roblox gekommen und sagte, du kriegst das und du kriegst das nicht. Das hat irgendein Algorithmus bestimmt, weil es gibt total, es fühlt sich total random an, wer es bekommen hat oder nicht. Wichtig ist aber, in den folgenden Wochen wird Roblox immer mehr Leuten dieses Feature geben. Grundvoraussetzung, dass man älter ist als 13 Jahre. Wenn ihr jünger als 13 Jahre seid, tut mir leid, dann müsst ihr warten, bis ihr das Feature bekommt. Wenn ihr älter als 13 Jahre seid, dann müsst ihr aber euer Alter verifizieren. Dafür hat Roblox jetzt auch eine Funktion hinzugefügt. Age Verification, wir können hier raufklicken oder wir gehen mal in meine Einstellungen. Und hier sehen wir unter dem Geburtstag, welchen ich geheim halten werde, Alter verifiziert. Und wenn da nicht Alter verifiziert steht, steht da Alter verifizieren. Dann könnt ihr das antippen und euer Alter verifizieren. Dafür müsst ihr euren Personalausweis oder Schülerausweis oder sonst ein Dokument, das euer Alter verifiziert, in die Kamera halten, euer Gesicht in die Kamera halten. Und dann wird das halt von so einem Algorithmus geprüft und vielleicht nur noch von einem Menschen, wenn es nicht wirklich eindeutig identifizierbar ist. Und wenn euer Alter verifiziert ist, dann werdet ihr, sobald das Feature öffentlich geht, auch Voice Chat bekommen können. Aber wie sieht das denn jetzt aus, wenn ihr Voice Chat freigeschaltet habt? Was genau müsst ihr denn machen, wenn Roblox euch jetzt doch schon im Vorfeld dazu einlädt? Weil ich wurde auch im Vorfeld dazu eingeladen. Erstens die Wahrscheinlichkeit, dass ihr eingeladen werdet, wenn ihr noch nie das Roblox Studio verwendet habt, wenn ihr noch nie irgendwie versucht habt, ein Roblox-Spiel zu entwickeln, ist richtig klein. Ich kenne ein paar Accounts, bei denen die das Feature freigeschaltet haben. Allerdings sind das auch immer nur zweite Accounts von Leuten, die auf ihren Hauptaccounts Spiele entwickeln. Also schwierig. Ich glaube nicht, dass ihr, wenn ihr noch nie irgendwas im Roblox Studio gemacht habt, das Feature freischaltet vor allen anderen. Ich schlage euch aber vor, einfach nur um zu checken, ob ihr das Feature freigeschaltet habt. Geht auf die ganz normale Roblox-Seite. Schaut hier oben bei dieser Nachrichtenbox. Die ist vielleicht bei euch irgendwo anders. Ich habe eine Browser-Extension, die meine Roblox-Seite ein bisschen anders aussehen lässt. Aber das ist die Nachrichtenbox, auf die ihr klicken müsst. Ich öffne die jetzt mal in einem neuen Tab. Und hier kriegt ihr Nachrichten. Und wenn eine Nachricht von Roblox ist, mit der Message, you are eligible for Spatial Voice Developer Beta, dann bedeutet das, dass ihr das Feature habt. Dann könnt ihr die Nachricht anklicken. Hier ist dann nochmal ein Shortcut zu den Privacy Settings. Der bringt euch dann zu den Privacy Settings. Und dann habt ihr hier oben Beta-Funktion stehen und dann steht da Sprachchat, Entwickler Beta. Dann macht ihr das an und sobald ihr es angemacht habt, könnt ihr in jedem Spiel, in dem Voice Chat aktiviert wurde, also auch in Pet Simulator X, Voice Chat benutzen. Dann habt ihr hier oben so ein Mikrofon drüber. Dann habt ihr, wenn ihr in die Einstellungen hier oben geht, hier die Möglichkeit, ein Eingabegerät auszuwählen, euer Mikrofon. Und wenn ihr das Mikrofon ausgewählt habt, habt ihr hier unten eine Mute-Taste. Und für alle anderen Leute, die das Feature auch haben, in meiner Runde ist niemand drin, ist hier neben dann auch so ein Mikrofon, damit könnt ihr die anderen Leute dann muten. Und so, meine Kinder, schaltet ihr Roblox Voice Chat frei. Und ich will jetzt nochmal gucken, ob ich jemanden begegne, der Voice Chat schon hat. Weil es steht ja immer noch, der Erste, der mich in Roblox Pet Simulator anspricht. Also außer meine Freunde natürlich. Weil ich möchte schon, dass das jemand von euch ist oder irgendein Random. Es ist mir eigentlich egal. Hauptsache niemand, den ich kenne. Der Erste, der mich in Roblox Voice Chat anspricht und sagt, please, Pet, oder irgendwas. Ihr kriegt von mir so Dark Matter Robot.
Vielleicht dauert es auch so lange, dass ich angesprochen werde, dass ich den Preis noch ein bisschen erhöhe, dass es dann doch ein besseres Pet wird als so ein Dark Matter Robot. Werden wir ja noch sehen. Ich gehe jetzt auf jeden Fall zum Trading Plaza, denn im Trading Plaza sind 30 Spieler drin und der ist ja eigentlich dafür da, dass man auch mit dem Voice Chat dann sagen kann, please Pet, please. Aber Sache ist halt, momentan haben nur sehr wenig Leute das Feature freigeschaltet. Und da könnt ihr auch nichts gegen machen. Wenn ihr keinen Voice Chat habt, dann habt ihr keinen Voice Chat. So ist das einfach. Und hier in der Lobby hat niemand Voice Chat. Niemand. Ich bin der Einzige. Und wenn ich Voice Chat habe, aber niemand anderes Voice Chat hat, dann kann ich hier reden und die anderen hören mich auch gar nicht. Weil wenn ihr das Feature nicht habt, dann könnt ihr mich auch gar nicht hören. Die wissen alle gar nicht, dass ich Voice Chat habe, weil sie es selbst nicht haben. Aber wenn sie es hätten, dann könnten sie mich hören. Ich bin der Meinung, wir sollten uns auch mal ein paar andere Meinungen einholen. Deswegen gehe ich nochmal in den Roblox Community Space. Und ich hoffe, dass ich hier jetzt mal jemanden begegne, der Voice Chat hat. Der mir dann sagen kann, wie er denn an Voice Chat gekommen ist. Wir gucken erstmal nach und tatsächlich ist hier niemand drin, der Voice Chat hat. Seitdem ich gestern Pet Simulator gespielt habe... Und mein Mikrofon wurde irgendwie nicht erkannt. Ah, jetzt, okay. Seitdem ich gestern Pet Simulator gespielt habe und Voice Chat announced wurde, ist auf diesem Community Space auch niemand drauf, der Voice Chat hat. Hey, hey, don't you hear me? Die hören mich alle gar nicht. Das ist richtig traurig. Diese Experience hier wurde entwickelt, damit Leute Voice Chat austesten können. Und jetzt sind hier so viele Leute drin, die haben alle gar kein Voice Chat. Guck mal, die sprechen alle noch mit ihrem Textbubbles. Textbubbles ist so anstrengend hier, wenn man Voice Chat hat. Und das geht nur, wenn man hier unten sagt, say something. Das ist der Chat da unten. Das Traurige ist, man kann auch nicht auf andere Server wechseln. Das ist... Der Community Space ist tot, seitdem hier diese Spieler sind, die halt keinen Voice Chat haben. Ich drück nochmal auf Play, aber ich komme wieder in dieselbe Lobby, weil im Community Space wird man irgendwie immer wieder in dieselben Lobbys reingesteckt. Und man kann sich den Server auch nicht aussuchen. Ja, das sieht doch schon besser aus. Auch nicht. Kommt schon, Leute. Irgendwer. Einer von euch. Nur einer. Irgendwer muss das Feature doch haben. Aber scheinbar hat's keiner. Es joinen ja auch ständig Leute rein, die sich so denken, Voice Chat, please, Voice Chat. Die denken halt, dass das hier der Voice Chat Place ist und dass wenn man diesen Place beitritt, dass man Voice Chat freischaltet. Aber nein, man schaltet Voice Chat frei, wenn man ausgesucht wird von Roblox. Und wenn Roblox euch ausgesucht hat und ihr Voice Chat freigeschaltet habt, dann könnt ihr zu diesem Place in der Theorie hingehen und mit anderen Leuten sprechen, die auch schon Voice Chat freigeschaltet haben. Dafür war dieser Place gedacht. Das hat auch vor einem Monat noch super geklappt. Hier waren nur Leute mit Voice Chat drauf. Die waren alle total interessant, weil Roblox hat ja größtenteils auch nur Developer ausgesucht, die auch was zu erzählen hatten. Jetzt wollen alle Voice Chat haben. Niemand hat Voice Chat. Und die denken alle, ja, dann gehe ich mal hier hin. Vielleicht treffe ich jemanden mit Voice Chat. Die stehen jetzt hier alle und denken sich, warum geht Voice Chat nicht? Please, Voice Chat, please. Hier hat niemand Voice Chat freigeschaltet. Wenn ihr selbst Voice Chat habt und gucken wollt, ob jemand anderes in eurem Spiel auch Voice Chat hat, drückt auf Escape oder geht hier oben links rauf und dann guckt einfach, ob hier neben diesem Auge noch ein Mikrofon ist. Wenn da ein Mikrofon ist, dann haben die Voice Chat. Wenn da kein Mikrofon ist und bei niemandem hier ist ein Mikrofon, ist da kein Voice Chat. Ich kann übrigens Mute All klicken, dann kann ich niemanden mehr hören, aber es spricht ja eh keiner. Wow. Ich habe jetzt gerade geguckt, ob es irgendwelche Spiele gibt, in denen man noch Voice Chat benutzen kann. Jetzt sehe ich so Roblox Chat for Voice und hier unten Sprache aktiviert. Nein. Was soll das? Ah, type the listed words together. The Voice Chat. Wow. Nein, danke, Bro. Voice Chat enabled. Card Ryan the Route Guy with a Poo. Da gehe ich mal rein. Mal gucken, ob ich jemanden mit Voice Chat finden werde. Wehe, wenn ich niemanden mit Voice Chat finden werde. So, und niemand hat Voice Chat. Wow. Jetzt bin ich mal wieder in diesem Spiel der Einzige, der Voice Chat hat. Das ist traurig. Da ich niemand anderen mit Voice Chat mehr finde, ich versuch's noch einmal. Ich versuche noch in irgendwelche Flex-Spiele reinzugehen. Da wird's doch bestimmt Leute geben. Wir gehen erstmal in Flex Your Account Age. Mein Account Age ist nicht sehr alt. Aber keiner hat Voice Chat, also es ist mir zu blöd. Wir suchen in Erlebnissen mal nach Flex Voice, weil ich weiß, dass Developer in Roblox gerne mit irgendwelchen Müll flexen. So, wehe, wenn ich jetzt der Einzige bin, der hier Voice Chat hat. Come on, guys, let's get into the car. It's therapy time. Let's go in the car right now. Das hat niemand gesagt. Das war einfach nur ein Ingame. Wow. Die wollen einen auch nur verarschen. Niemand spricht, sondern da werden einfach nur irgendwelche Sounds eingefügt. Flex your Wizard Count, aber da ist dann niemand anderes drin. Dann bringt's ja auch nichts. Ich gehe mal auf Crafters Profil, weil Crafter hat doch bestimmt irgendwelche Flex-Spiele favorisiert. Außer Tower of Flex natürlich. Ja, hier Gruppen. Flex your Wizards. Das ist doch schon mal was. Bro. Also hier ist Crafter mit seinen 30 Millionen Wizards. Schön für ihn, aber komm, wer hat denn die 100 Millionen Wizards coded? Wow. Also in der Gruppe sind wahrscheinlich sehr viele Leute drin, die Voice Chat freigeschaltet haben. Weil das ja größtenteils alles Developer sind. Die hätten ja sonst keine Wizards, mit denen sie flexen könnten. Gehen wir mal bei denen ins Spiel rein. Der hat 100.000 Wizards. Und man kann ihm nicht nachjoinen, toll. Und man weiß auch nicht, in welchem Spiel er drin ist. Also bringt's mir nichts. Aber die letzten Abzeichen hat er hier bekommen, in diesem Spiel. Von Cookie Script. Nur für ein bisschen Spaß. Wir gehen hier mal rein. Oh, in dem Spiel ist Voice Chat gar nicht aktiviert. Dann bringt's mir natürlich auch nichts. So, ich schaue jetzt noch einmal in den Community Space rein. Und wenn ich jetzt immer noch niemanden finde, der Voice Chat hat, dann weine ich. Ich weine. Leute, ich weine. Warum hat niemand
niemand, der dieses Spiel spielt, Voice Chat. Niemand. Hört doch bitte auf, dieses Spiel zu spielen. Der Grund, warum hier niemand mehr Voice Chat hat, ist, weil niemand hat Bock, dieses Spiel zu spielen mit Voice Chat, wenn niemand ihn im Voice Chat antwortet. Ich gehe jetzt auch wieder raus aus dem Spiel und dann ist wieder gar keiner drin, der Voice Chat hat. Und warum? Weil so viele Leute ohne Voice Chat dieses Spiel spielen. Ich gehe jetzt wieder rein in Pet Simulator X, versuch's dann noch einmal im Trading Plaza. Hier ist natürlich niemand drin, der Voice Chat hat, aber wir gucken in den Trading Plaza. Und wenn ich dann niemanden finde, das Angebot steht immer noch. Die erste Person, die mich im Pet Simulator X Voice Chat anspricht, kriegt von mir einen Dark Matter Robot oder vielleicht sogar ein noch besseres Pet geschenkt. Wenn einer von euch Voice Chat hat, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt zu sehen, wer von euch noch Voice Chat hat. Ich kenne das bisher nur aus meinen Bekanntenkreisen, dass da ein paar Leute Voice Chat haben. Meistens aber auch nur auf ihren zweiten Accounts. Also falls ihr zweiten Accounts habt, dann guckt auch mal danach, ob ihr die Nachricht bekommen habt. Hier in der Lobby hat zum Beispiel wieder keiner Voice Chat, also rede ich wieder gegen die Wand. Kann ich auch gerne machen. Hallo Wand. Macht nämlich keinen Unterschied, ob ich zu den Spielern da hinten spreche oder zu dir. Ich hoffe aber, dass ich eure Fragen zum Voice Chat alle beantworten konnte. Wenn ihr es nicht habt, dann habt ihr es nicht. Dann müsst ihr zuerst noch euer Alter verifizieren. Vielleicht werdet ihr eingeladen. Und wenn nicht, dann müsst ihr nur mal warten, bis es public geht. Das sollte nur noch ein paar Monate dauern. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Das war's und ciao!